Ihr Lieben, eine Klientin von mir hat eine unbekannte muskuläre Erkrankung. Das bedeutet, trotz diverser Autopsien weiß man noch nicht, was sie für eine Erkrankung hat. Trotzdem möchte sie jetzt das AG in ihrem Schwerbehindertenausweis erfasst bekommen und da trifft sie auf einige Schwierigkeiten. Was ich ihr am Ende geraten habe, das erfahrt ihr in diesem Video. Bleibt dran, es wird spannend. Eine unbekannte Krankheit zu haben, ist mit Sicherheit noch mal doofer, als wenn man eine unsichtbare Krankheit hat. Schon bei der unsichtbaren Krankheit tun sich die Gutachter immer schwer, diese zu beurteilen. Gutachter haben es am allerliebsten ganz einfach. Aha, der Arm ist ab, das sehe ich, das bestätige ich dir. So, das ist der Traum von jedem Gutachter, weil da gibt es ja nichts dran zu rütteln. Aber sobald es unsichtbar wird, fängt es schon an, irgendwie schwierig zu werden und dann könnte ja jemand widersprechen und das kratzt dann am eigenen Ego und natürlich auch irgendwo an der eigenen Reputation. Und darum ist das schon schwierig. Wenn man eine unbekannte Erkrankung hat, ist das Ganze natürlich nochmal auf einem anderen Level und erst recht, wenn diese Erkrankung dann auch noch unsichtbar auf den ersten Blick ist. Und da lassen sich dann die ein oder anderen Gutachter tatsächlich zu Äußerungen oder zu Wahrscheinlichkeitsäußerungen hinreißen, dass vielleicht sogar eine Simulation vorliegt, obwohl der Mensch seit Jahren in ärztlicher Behandlung ist und dass ein neurologischer Defekt irgendwie vorliegt, ist bereits bestätigt. Und trotzdem kommen dann solche Aussagen manchmal dabei rum. Genau so ist es einer Klientin von mir passiert und sie möchte jetzt trotzdem weiter für das AG kämpfen in ihrem Schwerbehindertenausweis, für das Merkzeichen außergewöhnlich gehbehindert und wird da jetzt von Gutachter zu Gutachter geschickt. Diese Klientin soll jetzt sogar, obwohl sie eine neurologische Einschränkung hat, nochmal zu einer Psychiaterin, um da nochmal ein psychiatrisches Gutachten sich abzuholen. Und das war dann der Grund, warum sie mich kontaktiert hat und mich gefragt hat, Mensch, was soll ich denn machen? Muss ich das jetzt wirklich irgendwie alles über mich ergehen lassen? Und tatsächlich ist die Aussage erstmal, ja, musst du. Aber, und das war dann irgendwie so ein kleiner Lichtblick auch für meine Klientin, es ist eigentlich egal. Weil sie hat ja Einschränkungen, neurologische Einschränkungen, weshalb sie das AG haben möchte. Sie ist auf einen Rollstuhl angewiesen und sie ist sturzgefährdet. Und genau mit dieser Begründung kann man das AG bekommen. Das hatte ich euch ja bereits in diesem Video hier mal verraten. Und das war ihr so nicht präsent. Obwohl sie das Video gesehen hatte und auf das Video reagiert hatte, war ihr das nicht so präsent, dass das genau auf ihren Fall auch zutrifft. Dass genau sie im Prinzip mit diesem Video angesprochen wurde. Mit diesem Tipp, den ich am Ende des Videos gegeben habe. Am Ende interessiert das Gericht nicht, warum du diese Einschränkungen hast, warum du diese Sturzgefahr hast oder warum du auf einen Rollstuhl angewiesen bist, sondern das Gericht interessiert sich nur dafür, ob es der Fall ist. Und dass das der Fall ist, das kann dir jeder Arzt bestätigen. Und wenn das der Arzt gemacht hat, dann habe ich, das war meine Empfehlung an die Klientin, dann geh nochmal hin und lass dir das auch von deiner Ergotherapie verordnen bzw. bestätigen. Lass dir das nochmal von deiner Physiotherapeutin bestätigen und lass es dir am allerbesten auch nochmal in deinem halbjährlichen Beratungseinsatz, wenn es um deinen Pflegegrad-Beratungseinsatz geht, auch da jedes Mal nochmal bestätigen, dass eine Sturzgefahr besteht und dass die Frau deswegen auf einen Rollstuhl angewiesen ist, permanent. Und in dem Augenblick sammelt man nämlich ganz viele kleine Kieselsteine, wie bei Hänsel und Gretel, die einen am Ende ans Ziel führen, die im Prinzip das Gericht ausschließlich auf diesem Weg halten, zu der Entscheidung zu kommen, dass hier hier das AG in diesem Fall erforderlich ist und der Frau zusteht. Das heißt, ja, meine Klientin muss jetzt noch zum Psychiater und dort ein Gutachten über sich ergehen lassen, aber was dabei rauskommt, ist am Ende völlig irrelevant. Weil selbst wenn dabei herauskommt, dass sie keine muskuläre Einschränkung hat, sondern nur psychische Probleme oder also eine psychische Einschränkung oder aber auch nur simuliert, wobei das eigentlich keinen Sinn macht, weil jemand, der so simulieren würde, hätte auch einen Knacks weg. Also es würde wiederum zu einer psychischen Problemlage hinführen.
Aber also das glaube ich bei dieser Klientin noch nicht mal. Es ist eine neurologische Geschichte. Es gibt super viele Menschen mit unbekannten neuromuskulären Erkrankungen. Und selbst wenn jetzt aber diese psychiatrische Gutachterin zu der Schlussfolgerung kommen sollte, dass eine psychische Problemlage irgendwie vorliegt, ist es egal. Es ist egal, weil alle Schwierigkeiten, die die Frau hat, egal ob sie jetzt neuromuskulär sind oder psychisch, führen dazu, dass diese Frau Einschränkungen hat, die ihr das AG zusprechen, nämlich die Sturzgefahr, die permanente Notwendigkeit eines Rollstuhls. Und das ist es, was sie will, und nur darum geht's. Und das war dann mein Tipp an sie. Und ja, da hat sie ganz zufrieden und beruhigt und tatsächlich auch wieder siegessicher das Telefonat dann beenden können. Und das hat mich sehr gefreut und das wollte ich kurz mal mit euch teilen. Wenn es euch ähnlich geht, kämpft einfach und sorgt auf diese Weise durch eure Ergotherapie, Physiotherapie und auch eure behandelnden Ärzte oder auch bei die Reha. Die Reha, in den Abschlussbericht der Reha könnt ihr sowas auch aufnehmen lassen. Sorgt dafür, dass ihr da ganz viele kleine Kieselsteine zum Ende des Waldes legen lasst, sodass das Gericht nur zu der Schlussfolgerung kommt, euch das AG zuzusprechen. Teilt das Video, das war's von mir. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.